Richard? Und auch wieder mal ein weiteres Mal ungewohnt. Ich bin ja momentan zur Weihnachtszeit auf Familienurlaub und ich freue mich irrsinnig, dass ich euch nach so vielen Fragen, wann endlich dieses Format wieder kommt, dieses Format liefern kann. Ich freue mich schon sehr darauf. Ich bin gespannt, wie gut die Oma heute ist. Ich habe einige Klamotten hier ausgesucht. Wir haben sehr viele Preise, unterschiedliche Preise dabei und bin natürlich sehr gespannt, was die Oma tippt, was kostet. Ich würde sagen, wir quatschen gar nicht mehr länger rum. Außer, liebe Freunde, schaut auf Instagram vorbei, ein paar Sneak Peeks, mit denen gibt es natürlich jetzt auch folgende Fotos und da könnt ihr sehen, wie ich die Sachen kombiniere. Jetzt nicht mehr lange schwafeln, wir erwarten unseren Ehrgast, meine Linzi-Oma. Grüß dich, Oma. Hat lange gedauert. Hat lange gedauert, bis man dich wieder mal auf meinem Kanal sieht. Ja, aber ich freue mich, dass wir wieder beisammen sind. Ich freue mich auch, Oma. Schön, dass du da bist. Bitte, nimm Platz. Grüß dich. Wann haben wir das letzte Mal gedreht? Ich glaube, vor einem Jahr. Ja. Ständig fragen die Leute, wenn wir ein neues Format drehen. Heute ist es soweit. Ich habe wieder ein paar Sachen, die ich halt so mit hatte, ausgesucht. Schon wieder das. Ja, schon wieder das. Ich wieder daneben. Tippe. Was glaubst du, gebe ich immer noch so viel Geld aus für Klamotten wie früher oder weniger oder mehr? Du gibst viel Geld aus, aber du kaufst auch für mich und sponsorst mich auch. Das stimmt. Dankeschön. Gerne. Danke, mein Liebling. Ja, sehr, sehr gerne. Ja, das ist wirklich nett von dir. Ja, natürlich. Aber es soll ja jetzt um was anderes gehen. Es soll um die Klamotten gehen. Ich habe zwei Shirts und zwei Hoodies sowie ein paar Schuhe ausgesucht. Mit was möchtest du beginnen? Mit dem günstigen. Nein, das werde ich dir ja nicht verraten. Das sollst du selber. Das ist deine Falle gewesen. Ich bin schon klüger geworden, gell? Normalerweise wird man blöder im Alter, du wirst anscheinend klüger. Durch euch. Durch uns. Wirst du blöder oder klüger? Klüger. Klüger, natürlich. Okay, Oma, mit was beginnen wir? Ich muss schon immer nachdenken, was ich. Was du sagst, gell? Mit was beginnen wir? Was möchtest du haben? Schuhe, Shirt oder Hoodie? Hoodie. Hoodie zuerst, okay. Nein, ich gebe da zuerst einen Sweater. Ich habe da diesen Sweater. Das ist ein Amiri-Sweater, Oma. Was sagst du dem auf den ersten Blick? Kleine Löcher drin, ha? Ja, und ausgefranst. Und ausgefranst. Ist das ein Zeichen von guter oder schlechter Qualität? Also, ich weiß nicht. Da schaut es aber warm aus. Ja, aber wenn man das länger trägt, wird das nicht länger. Wird kaputter, meinst du? Ja, oder gehört das so? Psst, das werde ich dir nicht verraten, Oma. Vielleicht ist er einfach schon so abgenutzt, so schnell. Du warst nein, der Schneiderin. Du warst der Schneiderin. Dann müsstest du eigentlich sehen, ob das mit Absicht ist. Er sieht ja neu aus, das sehe ich ja. Das gehört dazu zum Designer. Okay. Jetzt komme ich mit. Ja, na gut. Es ist ja schon lange her, dass bei uns war, das würden wir ja so machen. Ja, genau. Ihr würdet es umdrehen und annehmen. Ja, genau. So. Aber das gehört dazu und der Jugend gefällt es. Ja. Und die Qualität ist sehr gut. Sehr gut. Mhm. Also warm, kuschelig, das ist einmal ganz wichtig. Und innen ist es ja doppelt, das ist ja ein gutes Gewebe. Also ich würde sagen, der kostet für mich ja schon 120 Euro. 120 Euro. Okay, der kostet 500 Euro, Mann. 450 bis 500 Euro. Also da bin ich wieder voll daneben, aber
Ist das wirklich so? Ganz wirklich so. Und was kostet das so, dass die Aufschrift da? Ja, der Designer, der verlangt diese Preise für seine einzelnen Stücke. Ist ja nicht von irgendeiner Stange gerade. Genau, richtig. Sind das alles Einzelstücke? Nein, Polster. Ja, man kann den ja so tragen, ohne irgendeine Jacke drüber. Weil kann man, weil er recht warm ist. Gell? Wir machen weiter, Oma. Wie viel hat er gekostet? 450 sowas. Ja? So, wir machen weiter mit einem Shirt, Oma. Ach, die liebe ich ja, die Shirt. Oh, da ist mir gleich was zum Abkleben runtergefallen. So. Das ist eine gute Qualität. Ist eine gute Qualität, sagst du? Okay. Spannend. Cool. Zeigst du mal in die Kamera, was du in der Hand hast. Oh mein Gott. Dreh es einmal um. Das gefällt mir. Man sieht dich nicht mehr. Das gefällt mir. Ja, das gefällt dir gut. Mhm. Was gefällt dir daran? Ja, erstens diese Applikation, die ist ja hineingedruckt. Richtig. Stimmt's? Ja. Wunderschön und die wirkt auch, gell? Ja. Wenn, steh einmal auf, sehr wenn plakativ. Man das dir zeigt. Auch und hinten auch. Das ist super. Also die Qualität findest du gut? Ja, ich würde sagen, wenn das schon so viel kostet, dann ist es bei 300 Euro. 300, da bist du schon relativ gut dabei, 450 Euro, also genauso viel wie der Pullover. Ja, weil diese Applikation, das ist recht teuer, meinst du? Das gedruckte und das Gewebe und kuschelig ist. Okay. Ich gebe dir jetzt mal ein anderes Shirt, du hast ja dieses Shirt schon. Langärmelig ist er ja auch. Genau. Ja, das macht dann die paar hundert Euro mehr aus, gell? Ja, gut. Sicher, du ist auch mehr Stoff dabei. Du hast jetzt dieses Shirt angegriffen, ich gebe dir jetzt dieses Shirt. Nicht wundern, den Kleber dann nicht verlieren, das ist nur so, damit du nicht siehst, was das für eine Marke ist. Marco, du hast so gute Qualität. Ist die besser als das die vom vorigen Shirt? Das ist ja Baumwolle. Ja, richtig. Baumwolle ist sehr saugfähig. Ja. Das ist ja mal. Und das hier, das liebe ich ja. Aber in hellblau. Ja. Ähnlich, aber in hellblau und weiß. Mhm. Also, wenn da ein fescher Mann drinnen ist, zum Verlieben. Brauchen wir einen neuen Opa oder was auch immer? Nein! Ich sag's nur, okay. Ehrlich, ich denke nur so. Ja. Glaubst du, ist das teurer oder günstiger? Ja, teurer. Teurer? Ja. Hast ja du ein paar Jahre. Wahrscheinlich, ja. Was glaubst du, kostet das Shirt? Das ist kurzärmelig, dann ist es 280. 280, also günstiger als das vorige Shirt, weil weniger Stoff dran ist. Ja. Ja. Das Shirt kostet 97, Oma. 97 Euro. Mhm. Und ist von günstig. Ist günstig? Ja. Das ist übrigens, deswegen habe ich es da abgeklebt. Mhm. Erkennst du die Marke? Ja, deine Marke. Ja, richtig. Das freut mich aber. Gut, so drum habe ich es nicht gesehen. Deine Marke, ja. Und welche Größe ist das? Das ist ein L. Okay, Oma. Sehr schön, wenn da ein Schwarz, mich auch schwarzhaariger drinnen ist. Also, mir passt es wahrscheinlich dann nicht. Gut, Oma, wir gehen mal weiter. Ja, ich. Zu den Schuhen. Das ist einmal was ganz Ausgefallenes, ha? Boah, na, das ist Wahnsinn. Wie gibt's denn das? Ha? Die sind wirklich rutschfest. Da brauche ich kein Wenig. Du kannst ja einen Berg annehmen, bei dem da rutscht ja nicht. Da brauchst du keine Eiserung. Richtig, deswegen habe ich es mir gekauft, aber. Die kann man halt schon ausprobieren. Ja, die sind sehr. Und sehr angenehm übrigens. Wirklich, die könnte man auch aus Laufschuhe verwenden. Ja, ist ja so angenehm. Dein Nikos, der Adidas aus Video, ja. Gell? Der gefällt dir. Ja, das gefällt mir sehr. Weißt du noch, wo wir die her haben? Vom Sni. Ja, weiß ich nicht. Snippis? Snippis? Kannst du dich noch erinnern? Ja. Snippis! Das waren ja die von 2 Jahren. Gell? Genau, und heute, gestern hast du das erste Mal Anzug. Ja, ich bin so sparsam. Ich trage zuerst die anderen und dann. Kommt wieder was Neues. Was glaubst du, kosten die, Oma? Die kosten für mich, kosten sie 500 Euro. Richtig, ich habe 500 Euro dafür bezahlt. Sehr gut, Oma. Gute Raten. Ja, das merkt man. So, wir kommen zum vorletzten Ding, Oma. Jetzt bin ich natürlich gespannt, ob du da eine Ähnlichkeit erkennst zu was, was wir vielleicht heute schon mal hatten. Ein Pullover von Chrome Hearts, den ich mir neu gekauft habe, Oma. Was sagst du zu dem? Wie heißt denn das? Chrome Hearts. Wie? Chrome Hearts. Chrome Hearts. Mit Kapuze. Mit Kapuze. Und das ist das Monogramm. Genau. Wunderschön.
Qualter. Also Oma ist Chrome Hearts Fan. Wunderschön. Wenn wir die Oma bald flexen sehen damit. Wunderschön. Und kuschelig. Kuschelig, genau. Das liebt jeder. Besonders 600 Euro. 600 Euro? Ja. Warum so viel, Oma? 600 Euro, weil eben das wunderschöne Monogramm drinnen ist. Mhm. Und mit Kapuze und ganz dick. Also das, da kannst du so hinausgehen. Jetzt bei Minusgrade auch. Würde ich nicht, aber ja. Also der Hoodie hat gekostet 950 Euro. Oder 970. Schrecklich gar nicht. 970 Euro für einen Pullover. Ja, der hat ja das Designer drinnen. Heutzutage denke ich mir, ich kaufe gute Qualität, dafür habe ich sie länger. So, das letzte das Stück bin für ich. Ja, hast du recht. Das letzte Stück für heute, Oma, ist diese Uhr. Na, da kenne ich mich nicht aus. Bitte schön. Was glaubst du, kostet diese Uhr? Gar nichts, gell? Na, eine AP oder eine APG. Glaubst du, es ist teurer oder günstiger als eine Rolex? Als die Rolex, die ich hatte. Oder die andere Uhr, die du schon gesehen hast. Da muss ich raten. Na dann rate mal. Da muss ich raten. Die kostet. Ist die versilbert oder ist die. Das ist Stahl. Stahl ist das? Ja, ein paar Tausender. Wie viele Tausender? 5000. 5000? Mhm. Die Uhr hat gekostet, Oma, 25.000 Euro. Die trage ich ja gar nicht wie ein Schmuckstück. Aber Uhren sind ja schon Schmuckstücke. Das ist richtig. Mhm. Das ist mir zu viel. Was sagst du dazu? Das ist ja eine Wertanlage, man bleibt ja immer für immer und die geht ja Tag und Nacht. Was sagst du dazu, dass dein Enkel so viel Geld ausgibt? Findest du das gut oder schlecht? Weil du lebst ja immer sehr sparsam und ich. Ja, ich finde es gut, also bei den Uhren ist es wirklich eine Wertanlage. Bei der Kleidung, wenn man in der Öffentlichkeit steht, dann braucht man sie auch. Und da finde ich es sehr gut. Okay, na bitte. Oma supportet. Sehr schön, Freunde. Ich hoffe, auch ihr supportet und lasst dem Video ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr am witzigsten gefunden habt, was euch am besten im Video gefallen hat. Grüßt vielleicht die Linzi, Oma. Ja, ich grüße euch sehr. Ich habe euch noch immer lieb. Ich bin froh, dass er mal gekommen ist zu mir. Denn ich kann ja nicht jetzt nach Wien. Und ich bin froh, dass ich dich ein weiteres Mal für Content ausnutzen kann. Liebe Leute, das war's schon mit diesem Video, wenn es euch gefallen hat. Wie gesagt, ich verlinke euch jetzt noch hier und hier. Drei Videos, zwei gehen sich maximal aus, Oma. Schaut da noch vorbei. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr und wir sehen uns beim nächsten Video. Das war's von mir, euer Maximilian und eure Linzi Oma. Bleibt gesund, meine Lieben. Ich habe euch fest.